schon einige Male angeklungen. Das Thema kennen Sie, nämlich die EU-Richtlinie 2016/2102. Klingt erstmal wahnsinnig sperrend, ist aber wirklich sehr, sehr wichtig. Nämlich diese Richtlinie besagt, dass öffentlich-rechtliche Hochschulen ihre digitalen Anwendungen in barrierefreier Form anbieten sollen, vielleicht sogar müssen. Seit 2018 gilt sie auch in NRW. Doch wie kann das gehen? Wie kann der Weg von der gesetzlichen Verpflichtung hin zur gelebten digitalen Teilhabe bestmöglich gegangen werden? Damit beschäftigen sich Sabrina Januszczyk und Dr. Carsten Bender vom Kompetenzzentrum Barrierefreiheit.nrw mit Sitz an der TU Dortmund in den kommenden 30 Minuten. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und ich übergebe Ihnen jetzt direkt das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Danke für die Einladung auch hier aufs University Future Festival. Sabrina, Januszczyk und ich freuen uns, wie gesagt, hier die nächsten sozusagen 30 Minuten Ihnen ein bisschen was vorzustellen, mit Ihnen zu diskutieren. Und genau das, wie Herr Daimann es angekündigt hat, ist sozusagen die Idee für diese nächsten 30 Minuten. Wie kommen wir? Oder Ihnen einen kleinen Einblick zu geben und mit Ihnen auch hoffentlich dann ein bisschen zu diskutieren. Wie kommen wir eben vom zum Thema einer gesetzlichen Verpflichtung zur digitalen Barrierefreiheit, die wir als Hochschulen erfüllen müssen, eben nicht nur, was viele denken, auf Webseiten, sondern eben halt bei allen digitalen Angeboten, die wir öffentlich zugänglich machen, also auch für Studierende, auch in der Lehre. Und gerade insbesondere finden wir das sehr spannend bei jetzt so neuen, innovativen digitalen Angeboten, die Sie in Ihren unterschiedlichen Projekten entwickeln. Wie gelingt uns es da eben halt so eine manchmal etwas sperrig klingende gesetzliche Vorgabe sozusagen mit zu berücksichtigen, mitzuentwickeln und sozusagen mit Leben zu füllen. Oder wie wir es im DIGIL-Projekt vorhin noch hatten, sozusagen das nicht nur als lästige Pflicht zu verstehen, sondern eben halt auch als ein Thema Qualität von guten digitalen Angeboten. Genau. Und wir sozusagen kommen vom Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit. Das stellen wir gleich im Vortrag kurz vor, was wir machen, was die Idee dieses Projektes ist, um dann einen kleinen Einblick zu geben, nämlich wie man das Thema digitale Barrierefreiheit von Anfang an mit berücksichtigen kann. Und wir haben uns hier so ein kleines Beispiel rausgesucht, nämlich wie wir das vorhaben, sagen, wie das gehen kann aus Unterstützungsangebot und Menschen, die Angebote entwickeln, am Beispiel einer neuen OER-Förderlinie, die sozusagen hier parallel zu uns in NRW gerade gestartet ist. Dann gehen wir mal zu der Folie von der Kurzvorstellung. Den ersten Punkt mache ich jetzt nochmal, diese Kurzvorstellung. Das Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit ist gefördert im Rahmen der Digitalen Hochschule NRW. Und wer sich hier in NRW ein bisschen auskennt, ist sozusagen der Weg, dass man da ein Projekt bewilligt bekommt, ist, dass man sich sozusagen die Unterstützung der Gremien der Hochschulleitung, der Rektorinnen, der Kanzlerinnen und so holen muss. Und das sozusagen war eigentlich fast schon wie die erste Projektmaßnahme, in diese politischen Gremien zu gehen, diese Hochschulleitungsgremien zu gehen, das Thema vorzustellen und sozusagen sich das Go für so ein Projekt zu holen und damit einhergeht auch sozusagen sich das Go, das Commitment zu holen. Ja, wir als Hochschulleitungen oder als Hochschulen wollen sozusagen wollen oder sehen ein, dass wir diese gesetzliche Verpflichtung umsetzen müssen, dass wir da sozusagen noch stärker vorangehen müssen. Das war ganz positiv, hat dann dazu geführt, dass über die DNRW dieses Projekt genehmigt wurde mit 2 Jahren Laufzeit. Wir sind im Juli letzten Jahres gestartet. Und sozusagen das nächste ganz Erfreuliche war, dass wir hier 27 Hochschulen in NRW aus von den unterschiedlichen Hochschultypen sozusagen gesagt haben, ja, wir wollen uns mit dem Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit zusammenarbeiten, vernetzen, da Angebote wahrnehmen und in den Austausch gehen. Wohlgemerkt, obwohl es jetzt keinen Cent zusätzliche Förderung gab, die politische Argumentation war sozusagen, Umsetzung digitaler Barrierefreiheit ist eine Regelaufgabe und sozusagen die Vereinbarung ist, es gibt ein Kompetenzzentrum, was die Hochschulen bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe unterstützt, hilft, sich da zu vernetzen.
Da ist sozusagen im Bereich eine große Aufgabe im Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit, ist die Hochschulen zu unterstützen. Ein zweiter Aspekt oder ein zweites Feld, wo wir uns vernetzen, was wir heute mehr in den Blick nehmen wollen, ist die Vernetzung mit anderen Projekten, die im Rahmen der digitalen Hochschule hier in Nordrhein-Westfalen im Kontext von Studium und Lehre gefördert werden. Da in den Austausch, in die Beratung zu gehen, zu sagen, wenn wir hier irgendwie ganz hochinteressante Projekte, Innovationen machen, dann wäre es doch gut und natürlich immer mit der Idee, dass wir das langfristig hier weiterführen, diese neuen Lern-Lehrformate, diese OER-Materialien und so weiter, dass wir von Anfang an sozusagen mit daran arbeiten, dabei unterstützen, dass die auch barrierefrei werden. Und das werden wir heute ein bisschen konkreter vorstellen. Dann gehen wir auf die nächste Folie. Wie gesagt, in so einer kleinen, erstmal begrenzten Projektlaufzeit auf 2 Jahre mussten wir uns thematisch sehr fokussieren. Schwerpunkt liegt eben halt tatsächlich auf das Thema digitale Barrierefreiheit in Studium und Lehre. Da haben wir diese 3 Handlungsfelder, die hier genannt sind. Einmal Barrierefreiheitsprüfung von Webseiten, sozusagen, wo die Hochschulen alle schon auf dem Weg sind. Da geht es eher nochmal sozusagen dabei zu unterstützen, zu strukturieren, wie können diese Prozesse an den Hochschulen dauerhaft etabliert werden. Handlungsfeld 2 ist eben digitale Anwendung und Studium und Lehre. Da hat sich ja seit der Corona-Pandemie total viel getan, wird viel genutzt. Es gibt aber sozusagen nur sehr vereinzeltes Wissen, an welchen Stellen ist was irgendwie im Sinne der Barrierefreiheit vielleicht gut nutzbar, wo gibt es Schwierigkeiten, sozusagen da Informationen zu bündeln, zu sammeln, zur Verfügung zu stellen, eben sozusagen bei frei nutzbaren Tools direkt an den Hochschulen. Aber eben halt auch hier ist dieses Handlungsfeld, wo wir mit den Projekten im Bereich Studium und Lehre zusammenarbeiten. Und dann ein drittes Feld ist sozusagen Nutzung von assistiver Technologie, nämlich digitale Barrierefreiheit ist die eine Seite, Studierenden mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigungen, die diese Angebote nutzen, ist die andere Seite und da ist das Feld sehr dynamisch gerade, was sozusagen an assistiven Technologien, assistiven Funktionen gibt und hier weiterzuentwickeln, dass die Studierenden auch das Potenzial dieser Technologie nutzen können, um eben halt digitale Angebote im Kontext Studium und Lehre auch bestmöglich nutzen zu können, ist auch ein Handlungsfeld. Dann gehen wir nochmal auf die nächste Folie und sagen, was ist, auch hier nur ein kleiner Einblick, ein Aspekt, der uns sehr wichtig ist, den wir von Anfang an bei der Konzeption dieses Projektes berücksichtigt haben, ist sagen die Wichtigkeit sagen der Nutzerinnenbeteiligung. Experten sagen, digitale Barrieren, ungefähr 30% kann man automatisiert vielleicht testen, dann einen großen Teil muss man händisch oder manuell testen, dann entdeckt man auch viel. Aber aus unserer Erfahrung hier an unserer Hochschule, an der TU Dortmund mit Studierenden mit Behinderung, ist sozusagen das ein nicht unerheblicher Teil sozusagen von Barrieren, von Zugänglichkeitsproblematiken und so weiter, eigentlich erst in der Nutzung durch Menschen mit Behinderung irgendwie sichtbar wird. Und so haben wir sozusagen das groß gemacht als Thema bei uns. Wir wollen intensiv sozusagen Usability-Test machen mit Menschen mit Behinderung. Und das spiegelt sich sozusagen auch in unserer, in Anführungszeichen, Personalpolitik wieder. Wir haben sowohl auf der Ebene der Mitarbeiter einige Kolleginnen mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigung, aber auch dann haben wir ein Team aufgebaut von studentischen Hilfskräften, wo wir sozusagen auch unterschiedliche Profile sozusagen jetzt zusammengestellt haben, dass wir da verschiedene digitale Angebote jetzt zunehmend überprüfen können, neben den formalen Tests auch mit Nutzerinnen und Nutzern und das dann wieder zurückspielen können, sozusagen dokumentieren können, frei zur Verfügung stellen zu können oder auch zurückspielen können in an die Projekte. Und ein Nebeneffekt ist immer ganz gut, sagen, wenn wir Workshops, Veranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen machen, ist es immer das eine, auf die gesetzlichen Rahmen hinzuweisen. Wenn dann aber Menschen da vorne stehen, die dann nochmal demonstrieren können, zeigen können, wo sind tatsächlich die Probleme, wenn wir das zukünftig vielleicht nochmal mit Screencast und so weiter deutlich machen können, ist es oft nochmal sehr, sehr der Motivation dienlich der Menschen, die sozusagen an verschiedenen Stellen das umsetzen sollen. Jetzt, wie gesagt, gehen wir gar nicht mehr auf die ganze Breite ein, sondern ganz konkret auf eine Thematik, wie wir jetzt bei einer neuen sozusagen Förderlinie zu Open Educational Resources sozusagen hier probieren, zusammen mit den Kollegen digitale Barrierefreiheit voranzubringen. Da gebe ich an die Sabrina Januzik weiter. Ich habe mein eigenes, danke.
Ja, danke schön. Genau, also den Punkt werde ich an der Stelle einmal vertiefen und darauf eingehen, was es eigentlich braucht, um digitale Barrierefreiheit in innovativen Projekten eigentlich von Beginn an mitzudenken. Genau, und dazu schauen wir uns einmal ganz grob einzelne Projektphasen an. Und zwar ist es so, dass in der Förderausschreibung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen vorgeschrieben ist, dass im Rahmen der Förderung erstellte Materialien, insoweit es halt möglich ist, dass diese barrierefrei zu gestalten sind. Entschuldigung. So, genau. Für viele Hochschulen stellt dies allerdings erst einmal eine Herausforderung dar. Und das ist genau der Punkt, wo wir als Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit ansetzen. In der Vergangenheit haben wir bereits bei einigen Infoveranstaltungen zur Antragsstellung Fragen beantwortet und den Projektmitarbeitenden zur Seite gestanden. Darüber hinaus haben wir die wichtigsten Punkte in einer Handreichung zusammengefasst und diese auch auf unserer Webseite veröffentlicht. Das ist barrierefreiheit.dh.nrw. Dort ist das Ganze frei zugänglich und downloadbar für alle, die dort nochmal nachlesen wollen. Und für alle Projekte, die darüber hinaus noch weitere oder besondere Anliegen hatten, den haben wir natürlich auch individuell beratend zur Seite gestanden. Genau, es gilt also bereits bei der Antragstellung, digitale Barrierefreiheit von Beginn an mitzuplanen und nicht erst im Laufe des Projektes nachzubessern. Fragestellungen, mit denen man sich also in diesem Zusammenhang einmal auseinandersetzen und beschäftigen sollte, sind zum Beispiel, wie muss mein Material eigentlich beschaffen sein und gestaltet sein, damit es Barrierefreiheit ist? Und welche didaktischen Herausforderungen gehen eigentlich damit einher? Was muss ich da berücksichtigen? Aber auch sowas wie, in welchen Arbeitspaketen kann die Umsetzung eigentlich berücksichtigt werden? Wie kann die Überprüfung, die Nutzbarkeit und die Zugänglichkeit digitaler Barrierefreiheit sichergestellt werden? Und aber auch, an welchen Stellen wird die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit eigentlich im Finanzplan berücksichtigt? Vor der Durchführung gilt es, die bisherigen Fragestellungen weiter zu konkretisieren und die digitale Barrierefreiheit auch an den richtigen Stellen zu realisieren. Das bedeutet also, einmal zu schauen, in welcher Phase des Projektes eigentlich Barrierefreiheitsaspekte umgesetzt werden können, welche Aspekte für das eigene Projekt überhaupt wichtig sind. Also nutze ich zum Beispiel Videos, brauche ich Untertitelung, verwende ich Bilder, brauche ich Alternativtexte, stelle ich viel Text zur Verfügung, wie muss dann also mein PDF, meine PowerPoint, was auch immer beschaffen sein, damit sie barrierefrei ist oder sind. Kann ich das alleine machen oder fehlen mir vielleicht noch die Kompetenzen, wen kann ich ansprechen, wer kann mir helfen, sind dafür bestimmte Programme erforderlich? Und wie stelle ich anschließend eigentlich die Qualität sicher? Auch hier stehen wir natürlich unterstützend mit verschiedenen Formaten den Projekten zur Seite, begleiten diese halt auch während des ganzen Prozesses, wenn sie denn den Bedarf bei uns anmelden. Und gerade arbeiten wir zudem an einer weiteren Handreichung zur Berücksichtigung digitaler Barrierefreiheit in der Entwicklung und Umsetzung digitaler Lehr- und Lernangebote. Auch diese wird im Anschluss frei verfüglich auf unserer Webseite zum Download bereitstehen. Darüber hinaus haben wir verschiedene Grundlagen-Workshops, die wir den Projekten und den Projektmitarbeitenden anbieten können. Und nicht zuletzt testen wir natürlich auch selber verschiedene Online-Tools und Anwendungen, die in Studium und Lehre zum Einsatz kommen. Wie Herr Bender vorhin schon mal angedeutet hat, verfügen die TesterInnen alle über verschiedene Behinderungserfahrungen, sodass das Feedback halt besonders wertvoll für uns ist, weil als Experte in eigener Sache das Ganze doch einfach ein bisschen fundierter noch ist.
Genau, auch hierzu wird es demnächst erste Berichte geben, wo man das Ganze dann nochmal nachlesen kann. Genau, und damit kommen wir zum Controlling. Da würde ich nochmal zurückspielen an dich, Carsten. Danke, Sabrina. Das war so ein bisschen, was wir jetzt idealtypisch als Verlauf uns vorgenommen haben, eben für diese OER-Förderlinie, die das Land NRW jetzt ausgeschrieben hat. Ne, dieses Thema der Antragsberatung haben wir gemacht. Das andere steht jetzt sozusagen an, über die Projekte zu begleiten, mitzudiskutieren. So, dass eigentlich jetzt in dieser OER-Förderlinie gute Rahmenbedingungen, Unterstützung gab für die Projekte, digitale Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Ne? Es mit beantragt, das Geld zu haben, die Unterstützung zu haben. Das wäre sozusagen, wenn man immer diesem, wie heißt dieses Bild, Zuckerbrot und Peitsche bleibt, das wäre das Zuckerbrot, was es alles gibt, die Unterstützung, die Förderung, die Vision, die wir natürlich hätten. Und wir haben nun mal einen gesetzlichen Anspruch, was wir in der Zeit ja noch nicht realisiert haben, aber auch nicht in unserer Hand liegt, eben das Thema Barrierefreiheit. Dann natürlich letztendlich bei der Bewertung des Erfolgs der Projekte, auch seitens des Geldgebers, ne, sei es im Controlling, im Projektmonitoring, unter Umständen auch zu berücksichtigen, als ein Kriterium von anderen, die eben halt am Ende herangezogen werden, wenn der Erfolg eines Projekts bewertet wird und eben halt dann auch mit den üblichen Mitteln bestimmte Sachen nachzufordern, einzuplanen. Weil ich glaube, das muss sozusagen der Weg sein, von Anfang an das mitzudenken bis zum Ende, und bis zum Ende würde natürlich auch heißen, sozusagen an diesen Punkten das zu machen. Und gar nicht so sehr, glaube ich, ist hier unsere Idee, dass man sagen, ja, man hat jetzt hier nicht zu 100% alles erfüllt und dann sagen, muss man das Geld zurückgeben oder solche Forderungen würden wir gar nicht aufstellen. Aber wir werden schon ganz im Sinne, wie das auch in der Gesetzgebung zur Barrierefreiheit irgendwie vorgesehen ist, dass man dann zumindest darlegt, an welchen Stellen hat man was hinsichtlich der Barrierefreiheit erfüllt und wo gibt es vielleicht noch Dinge, die technisch nicht möglich waren oder aus anderen Gründen nicht möglich waren, und das dann offen zu legen. Und dann kann man sozusagen als Nutzerin, Nutzer, hat man dann transparenten Umgang, oder auch irgendwie bei weiteren Projekten kann man da ansetzen und Themen weiterentwickeln. Das war mal unser einer kleiner Einblick, gar nicht so sehr inhaltlich, sondern eher, wie wir uns sozusagen bei der Durchführung innovativer Projekte uns das wünschen würden, einerseits an den verschiedenen Projektstellen digitale Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Wir sind aber ja gerade auch im Wachsen, unser Angebot noch zu stärken, deswegen würden wir jetzt, erlaube ich mir schon mal, in die Diskussion überzuleiten, gerne Fragen zu unserem Beitrag, und die Fragen, die wir so mitgebracht haben, sind so ein bisschen nochmal, ja, welche Erfahrungen machen Sie denn hier, also die alle hier online teilnehmen oder hier vor Ort sind, bei der Durchführung ihrer Projekte hinsichtlich digitaler Barrierefreiheit? Wo sehen Sie Potenzial, wo gibt es Schwierigkeiten? Und gerade wenn es so ein Unterstützungsangebot, wir können natürlich jetzt nicht alle Projekte bedienen, aber auch im Sinne, das weiter zu diskutieren, wie müsste gute Unterstützung aussehen, dass das zukünftig noch besser gelingt. Ganz, ganz vielen Dank, und wir sind total gespannt, was von Ihnen kommt. Danke Ihnen. Danke für den kompakten Vortrag. Ich erlaube mir auch manchmal so eine Bemerkung. Ich fand es auch sehr interessant, diese Strategie, wie Sie das beschrieben haben. Wir hatten ja heute schon diesen Begriff OER durch die Hintertür oder Hintertür, weil das sehe ich halt immer parallel. Ne? Das Thema OER, was ja auch mal erstmal so eine Herausforderung ist in der Wahrnehmung, ne? Im Bewusstsein, die Leute zu sensibilisieren, und bei Barrierefreiheit oder digitaler Barrierefreiheit ist es ähnlich. Also vielleicht mal die konkrete Frage an Sie. Sehen Sie das ähnlich so als Strategie durch die Hintertür oder so Trojaner, also jetzt auch mit der Förderausschreibung, die Sie genannt haben, ne, wo das so drin steht, sehen Sie da Chancen, Leute dafür auch zu sensibilisieren für die Wichtigkeit des Themas? Ich glaube schon, dass es eine Chance ist, das zu sensibilisieren, und einfach, also im Bereich der Inklusion und so ist irgendwie das Thema Disability Mainstreaming, ne? Also in so einem Mainstreaming-Prozess zu sagen, naja, man, das gehört nun mal dazu. Wenn wir irgendwie so ein Projekt planen, dann muss ich am Anfang auch darüber nachdenken, an welchen Stellen spielt das eine Rolle, und dann jetzt mal ein bisschen wieder eher von jemand, der manchmal frustriert ist, wenn ich so Projekte sehe, aus der eigenen Erfahrung heraus, dann am Ende immer zu hören, dafür hatten wir jetzt kein Geld mehr. Ja, sorry, also ich habe noch nicht gehört, dass ein Projekt abgelehnt wurde, weil der Geldgeber gesagt hat, für wenn ihr das barrierefrei macht, dann kriegt ihr das Geld nicht. Sondern ich glaube, es ist eher im Gegenteil. Ich sehe verschiedene Projekte, die das oder jetzt in der Bundesebene, die das probieren zu berücksichtigen, und wo es dann auch Geld gibt, wo es manchmal schwieriger ist, eben halt
Menschen zu finden, Kolleginnen, die sich da auskennen, die das realisieren können. Und da müssen wir halt gucken, wie wir das gut gelingen, wer muss was an welcher Stelle können und kann man vernetzen, unterstützen, um sowas zu machen. Deswegen, naja, finde ich die Hintertür nicht so das passende Bild, sondern eher sozusagen als ein Teil von der einfach dazugehört. Und Sie haben jetzt gewissermaßen den Spieß umgedreht. Ne, sonst haben wir immer die Teilnehmenden hier vor Ort oder im Stream gefragt nach Fragen. Jetzt haben Sie Fragen mitgebracht. Jetzt heißt es, drehen wir das um. Also, ihr seht alle hier die Fragen, ne, aufgelistet. Da würde ich jetzt mal bitten, wer möchte Erfahrungen teilen, Kommentare? Ich sehe schon Hände, aber wir haben ja gesagt, wir haben das Vorantwortsrecht hier. Deswegen bitte einmal das Mikro an die Dame hier. Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich so eine praktische Frage. Also ich komme vom Zentrum für Wissenschaftsdidaktik an der RUB und wir haben da auch jemanden, der sich mit Barrierefreiheit beschäftigt und uns versucht, das zu zeigen, wie man das machen kann. Und eine Sache, die mir da sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass es natürlich nicht die eine Möglichkeit gibt, etwas barrierefrei zu machen, sondern was zum Beispiel große Schrift angeht, das ist für manche einfacher lesbar, für andere aber wiederum schwieriger lesbar. Das heißt, es gibt nicht sozusagen die Patentlösung. Meine Frage wäre, wie man eigentlich damit umgeht, ohne dann wieder in so ein Sichtbarmachen zu kommen von, also sozusagen so eine Vereinzelung von, wenn man jetzt Bedarf abfragt, sodass sich Leute wieder zeigen müssen, also ne, dass man sozusagen wieder da was sichtbar macht, was gar nicht so unbedingt sichtbar sein soll. Haben Sie da vielleicht einen Tipp? Ja, ich glaube, mein Tipp wäre, sagen wir es mal so, es gibt im Bereich der digitalen Barrierefreiheit zu ziemlich vielen Sachen irgendwie, das klingt immer so langweilig, aber gewisse Standards, die aufgelistet sind in der WCAG-Richtlinie, in der barrierefreien Informationstechnik-Verordnung. Und ich glaube, das ist immer eine ganz gute Orientierung. Da steht eben halt, ja, genau drin, was weiß ich, was kontrastreiche Gestaltung heißt, was serifenlose Schrift ist und so. An diesen Empfehlungen sich mal zu orientieren. Und dann, ich zeige eigentlich immer, das haben wir heute nicht dabei, demnächst muss ich immer so ein paar Folien in Reserve haben, sagen, arbeiten wir mit so einem Continuum of Solutions. Ich glaube, wenn man diese Standards irgendwie erfüllt oben, dann hat man, glaube ich, schon für ziemlich viele Menschen gute Möglichkeiten, ein Lernmaterial zu nutzen. Aber es gibt immer wieder einzelne Situationen, wo es für jemand dann nicht passt. Und dann, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir auch dann zumindest, was weiß ich, als Lehrende, als Hochschulkommunikation oder so, der Sachen anbietet, dann eben halt ein Signal geben muss, ja, wenn es dann nicht passt, dann melde dich und dann finden wir eine Lösung. Ich glaube, ganz rauskommen wir aus dieser Nummer, dass sich jemand Bedarf äußern muss, nicht raus, aber wir können daran arbeiten, dass es nicht mehr so häufig der Fall wird. Es gehört immer beides dazu, ne? Irgendwie Zugänglichkeit machen und offener zeigen, signalisieren, wenn es nicht passt. Auch das steht eigentlich im Gesetz drin. Jedes digitale Angebot, jede Webseite muss eigentlich die Möglichkeit erlauben, ist verpflichtet, einen Feedback-Mechanismus einzurichten, wo man sich als Nutzer melden kann und sagen kann, ja, hier habe ich Probleme im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung mit dem digitalen Angebot. Könnt ihr euch bitte darum kümmern? Auch da, wir nicht als Projekt, aber es gibt andere Projekte, die sehr stark Menschen mit Behinderung sozusagen empowern, das mehr zu nutzen, weil die Erfahrung ist gerade, es wird nicht so viel genutzt. Danke. Wir haben auch direkt die nächste Frage, diesmal aus dem Stream. Genau, das ist auch ein Erfahrungsbericht, verbunden mit einer kleinen Frage von mir dann auch. Der Erfahrungsbericht kommt von Nicole Otten und die berichtet über das Projekt Include NRW. Dort haben die Kolleginnen und Kollegen auch barrierearmes Material sowohl in der Ursprungsdatei als auch als PDFs zur Verfügung gestellt. Und Frau Otten berichtet von Schwierigkeiten, erstmal Menschen zu finden, die das Material überarbeiten können. Und zwar sei es dann auch einfach eine Ressourcenfrage. Sie berichtet aber dann auch von der ZAB, und wenn ich das richtig gegoogelt habe, ist das die zentrale Anlaufstelle für Barrierefreiheit der Universität Bielefeld. Und die Zusammenarbeit mit dieser wird sehr gelobt. Und damit eine verbundene Frage von mir, weil es mich interessiert, gibt es solche Anlaufstellen an allen Unis oder wie muss man sich das da vorstellen im Feld? Die tatsächlich ZAB ist tatsächlich die zentrale Anlaufstelle Barrierefreiheit der Uni Bielefeld, die irgendwie total gut sind, ne, und da viel Erfahrung haben und viel aufgebaut haben
Und es gibt noch ein paar andere Unis in NRW oder bundesweit, die, glaube ich, ähnlich gute Angebote haben, aber eben ein Ziel, irgendwie dieses Kompetenzzentrum digitale Barrierefreiheit, wenn wir jetzt von den Projekten weggehen und hin, sozusagen, wie wir probieren, mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten, ist, sozusagen, an den Hochschulen, sozusagen, Strukturen aufzubauen, wie, sozusagen, da Barrierefreiheit ermöglicht wird und Kolleginnen und Kollegen beraten werden können, eben, ne, und genau deswegen haben wir gesagt, dass nicht jede Hochschule alleine bei Null anfangen muss oder jede Hochschule wieder in Bielefeld oder in Dortmund an der Uni oder an der Fachhochschule oder so anruft und fragt, ja, könnt ihr mir nicht auch mal sagen, dass wir irgendwie daraus mal ein Projekt machen, probieren, Erfahrung zu teilen und die Unis oder Hochschulen oder noch mal zu stärken, auch ähnliche Angebote aufzubauen. Mhm. Dankeschön. Gibt es hier aus dem Publikum weitere Reaktionen, Wortmeldungen? Das ist im Moment nicht der Fall. Ich hätte aber noch einen Punkt. Und zwar haben Sie ja auch gesprochen, dass es einerseits die gesetzliche Grundlage gibt, andererseits, wie wir auch beschrieben haben, dass man da noch eher am Anfang ist. Und da wieder meine Parallele zu OER. OER haben wir jetzt eine BMBF-Strategie, also es ist noch kein Gesetz zum Erstellen von OER. Und es gibt an vielen Hochschulen hier in NRW erfreulicherweise auch OER-Policies. Wir können jetzt etwas ketzerisch sagen, Papier ist geduldig. Auch wenn es digitales Papier ist, ist geduldig. Wo sehen Sie da jetzt die nächsten Schritte, Handlungsmöglichkeiten? Wo müsst man ran, um aus diesem Gesetz auch mehr in die Praxis reinzukommen, in die Umsetzung? Ist ja eben schon angeklungen, ist eine Ressourcenfrage. Vielleicht können Sie da nochmal so eine versuchen, eine Einschätzung zu geben. Ich glaube, für so ein Programm, immer wenn es darum geht, jetzt um Förderung, Digitalisierungsförderung, haben wir ja heute so einen Vorschlag gemacht, zu sagen, bei so Förderprogrammen, sozusagen da, sozusagen das immer mit zu berücksichtigen. Und da finde ich, zieht immer die Ressourcenfrage nicht, ne? Weil dann, sozusagen, was das dann mehr an Geld kostet, wenn es überhaupt mehr kostet, hält sich im Rahmen dieser Gesamtfördersumme immer in Grenzen. Und das dann mitzumachen, das finde ich, wäre so ein Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, ich bin immer nicht so ein Freund davon, dass wir jetzt, und so haben wir das Kompetenzzentrum ja auch nicht angelegt, jetzt sagen, jede Hochschule schreibt jetzt erstmal die nächsten 3 Jahre ein Konzept, sondern wir sind ja jetzt einen anderen Weg gegangen, das war auch der Wunsch sozusagen von den Hochschulrektorenkonferenzen, von dem Programmausschuss der DNRW, eher jetzt mit Maßnahmen zu starten, ne, so wie wir es machen, Workshops anzubieten, die Kolleginnen an den Hochschulen in den Projekten zu qualifizieren. Wir haben eigentlich viel, wir haben Lösungen. Ich glaube, wir müssen mehr daran arbeiten, dass die Informationen, die Lösungen, die Materialien, die es gibt, an den Hochschulen an die richtige Stelle kommen und da auch so, so vermittelt werden, dass man eher die Idee hat, ja komm, wir probieren da mal was und wir machen was und nicht sagen, denkt, oh, das ist alles so kompliziert, wir lassen es mal direkt ganz bleiben. Ich glaube, das ist der Weg eher, was wir jetzt machen, in die Arbeitsebene zu kommen, jetzt wie unserem Handlungsfeld, den Kollegen der Hochschulkommunikation, mit den Kollegen im E-Learning hier ganz viel auch mit den Orca-Netzwerkstellen und so, den Materialien an die Hand zu geben und das in die Arbeit zu integrieren, ohne sozusagen diesen Weg nochmal zu nehmen, lange Papiere zu schreiben. Das ist, gibt es da jetzt noch eine Frage? Ich wollte nämlich schon sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr sympathisches Schlusswort. Ne? Also fand ich, also das sehe ich genauso. Ne? Konzepte, ja, aber wir müssen jetzt wirklich in die Praxis kommen. Aber ich darf Sie noch nicht entlassen, weil es gibt noch mal eine weitere Frage. Daniel, bitte. Ja, eine letzte Frage. Und zwar, ist es angedacht oder möglich, die Unterstützungsangebote auch auf andere Bundesländer auszuweiten? Gibt es da auch Kooperationen? Gibt es da auch Initiativen, die man vergleichen könnte damit? Das ist eine gute Frage und wir haben das diskutiert, auch im Vorfeld, sozusagen, als wir das beantragt haben, ist das was auf Bundesebene oder auf Landesebene. So wie wir es jetzt, glaube ich, angelegt haben und in NRW, wir arbeiten jetzt mit 27 Hochschulen zusammen, wir haben irgendwie insgesamt ja 43 und so, ist das, glaube ich, eher im so Community of Praxis, Leute zusammenzubringen, sich auszutauschen und so, hat das irgendwann eine Grenze. Und mit mehreren hundert Hochschulen weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube, parallel Hochschulforum Digitalisierung hat sich ja dem Thema auch angenommen und hat da auch viel veröffentlicht und macht auf der politischen Ebene, haben wir da viel Sensibilisierungsarbeit geleistet. Ich glaube, da ist es ganz gut.
wächst das Thema jetzt auch. Und ich glaube aber auch eher im Sinne, dass wir beim HFD sozusagen auf dieser Bundesebene jetzt gut dazu gekommen sind, einerseits die Akteure zu sensibilisieren, aber auch, dass das HFD zunehmend das auch eben in diesem Sinne von Mitdenken mitnimmt in die anderen Angebote, Veranstaltungen. Das könnte vielleicht ein Ansatzpunkt sein. Und sozusagen, die Fachgremien haben wir. Wir haben auch Bundesstelle Barrierefreiheit. Wir haben verschiedenste Arbeitsgruppen. Sozusagen, ich glaube, da ist eher die Frage, wie bringen wir das jetzt in die Fläche? Okay, vielen Dank. Ich kann jetzt leider aus Zeitgründen keine weitere Frage mehr zulassen. Aber die beiden stehen hier noch weiter für Fragen zur Verfügung. Aber nochmal ganz herzlichen Dank an Sabrina Janusik und Dr. Carsten Bender für den spannenden Vortrag. Vielen Dank. Applaus